Whatever. Bye, bye. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed 4. Habe ich einen Moment? Ja, ich habe einen Moment. Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Okay. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Wie viel brauchst du denn? So wenig nur? Kaufen. Kannst du gerne haben, bitteschön. Oh, wie großzügig ich bin. Jetzt zeig mal, was du hast. Was darf's denn heute sein? Ja, dann zeig einfach mal, was du hast. Kaufen. Erstmal verkaufen. Ja, gut, verkaufen. Knochen. Die sind doch ein bisschen was wert. Jo. Es fehlt noch mehr wert. Oh, Krokodilleder. Das ist ein bisschen was wert. So, kaufen. Verkaufen immer noch. Ja, Zucker kannst du haben. Rum kannst du haben. Bitteschön. Stoffe. Metall. Der lohnt sich alles nicht. Holz. Nee, danke. Kaufen. Checkdoor Upgrades. Rumpfausbau. Verleiht der Jackdoor mehr Widerstandskraft gegen große Schäden. Könnten wir eigentlich machen, aber 4000 ist ein bisschen. Hab ich. Machen wir auf jeden Fall Kugeln. Tauchglocke. Ne. Mannschaftsquartiere, Frachtraum. Doch, holen wir uns den Rumpf Upgrade. Jo. Rundkugeln. Für alles andere haben wir kein Geld mehr. Beziehungsweise keine Materialien. Aber hey. Immerhin. 100 Stoff haben wir nur noch. Kugeln. Füllen. Füllen. Ja. Machst du alles voll. Wunderbar. Ist alles voll. Traum. Traum ist das. Yo. Rumpf-Upgrade. Haben wir mehr Leben. Kann nicht mehr verlieren im Leben. Und vielleicht gehe ich diesmal nicht so schnell drauf. Nächstes Mal in so einem Danke Kampf. Für euer Vertrauen, so bin ich. So bin Captain ich. Kenway, ja. Moment. Ja, bitte, was ich kann ich für dich tun? Um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich okay. bin euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Heißt, wie viel willst du haben? 700 kannst du haben. Hier, bitte. Oh, sehr schön. Hast du gut gemacht. Wunderbar, ich bin zufrieden. Pistolen sind das. Okay. Was hat der andere noch da hinten für mich? Lauscht ihr am alten Seeberg, Captain? Ja, die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemannsherz besänftigt. Okay, was willst du dafür haben? Ja, klar, die Taverne ist die teuerste. Auf jeden Fall, ja. Ist auf jeden Fall logisch. Schiffswerft, ach, 500 Geld. Was hast du? Crew erneuern brauchen wir nicht. Crew erneuern? Crew rekrutieren? Ja gut, brauchen wir nicht. Haben wir ja voll. Ist ja Schwachsinn. Aber wie wär's denn mit hier so einem kleinen Spielchen? Dame, ja, Dame. Die Regeln, denke ich mal, sind allen bekannt. Ich möchte gerne den ersten Zug machen. Oh, mein Wetteinsatz. Machen wir mal 150. Jo. Schauen wir mal. Dame dahin. Ja, komm. Okay. Müssen wir aufpassen. Spiele ich erstmal defensiv. Und er. Okay. Theoretisch könnte ich den auch dahin setzen. Nein! Ah, shit. Jetzt geht er darüber. Und geht dann darüber. Nee, jetzt kann ich aber darüber gehen. Na, immerhin. So, jetzt sag mal an. Gut. Jetzt muss ich den darüber setzen, damit der mir nicht darüber hüpft. Was haben wir als nächstes?
Gehen wir darüber. Gucken wir mal, ob wir den kriegen. Wahrscheinlich nicht, weil der den jetzt hier rübersetzt. Jo. Habe ich mir fast gedacht. Gehen wir mal hier hinten mit der hinteren Reihe nach vorne. Schauen wir mal, bis er einen Fehler macht. Gehen wir auch hier mit der hinteren Reihe. Immer schön mit der hinteren Reihe. Bis er einen kleinen Fehler macht. Der da wäre nicht der, sonst bin ich wieder derjenige, der hier den Fehler gemacht hat. Ja, was macht er? Nicht viel Auswahl. So. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir hier rüber springen. Wunderbar. Er kann nicht springen, weil da ja der Rand ist. Von dem Spielbrett. So, er geht darüber. Was auch dumm war. Kann ich nämlich so springen. Er springt so. Was auch dumm war von mir. Ah, der nimmt beide sogar mit. Die Drecksau. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Mal hier hin. Taktische Ansicht. Achso. Normalansicht und taktische Ansicht. Das ist doof jetzt. Houston, we have a problem. We have a gigantic problem. Kann er jetzt so laufen oder schräg laufen? Schräg, glaube ich. Um uns auch eine Dame kommen. Da oben eine Dame holen. So, einmal bitte eine Dame. Damit legt er es aber drauf an. Ja, so bin ich. Das ist doof. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Locken wir den da raus. Komm. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Komm schon. Du willst es. Yes. Vielen Dank. Hallo? Wieso kann... Ich muss mit dem... Oh, das ist ja doof. Das ist jetzt blöd gelaufen. Na gut. Dann halt jetzt die Dame. Was? Warum? Warum kann ich denn die Dame nicht darüber setzen? Was bringt dann die Dame? Ah, die kann so laufen. Ah, die kann vor und zurück laufen. Das war die Dame, okay. Ich war jetzt leicht perplex. Gehen wir darüber. Jetzt holt er sich die hier. Uha. 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 Ja, du machst ganz schön Druck. Aber hey, ich kann hier eine Dame holen. Immerhin etwas. Dann sag mal an, was du jetzt machst. Das ist blöd. Er kann nicht zurück. Also hole ich mir den. So, dann sag mal an. Ja, sag's doch nochmal an. Mir kann ja nichts passieren. Ist wiederum kacke. Gehen wir mit dem da hoch. Das ist echt ein bisschen doof. Ne, holen wir uns sicher die Dame da oben. Noch eine. Bevor wir jetzt hier die eine verlieren, die wir jetzt schon haben. Dann haben wir echt ein kleines Problem. Ja, das wird ein bisschen ruhiger, der Part. Bisschen weniger Action. Aber hey, vielleicht die Leute, die Damen zum Beispiel nicht kennen, das Spiel. Ja, das hat nichts mit Konsolen oder Computer zu tun. Das ist ein Brettspiel, falls es euch noch bekannt ist, was das ist. Und mal schauen, was unsere zweite Dame jetzt dazu sagt. Setzen wir die mal nach da unten. Was dumm war. Was verdammt dumm war. Dann setzen wir die mal nach da oben. Wir müssen den schützen. Ja, der weiß auch nicht, was er tun soll. Der wartet jetzt drauf, dass ich einen Fehler mache. Tue ich aber nicht. So, jetzt setze ich den da rüber.
Ja, das zieht die ganze Zeit nur damit. Hin und her. Hin und her. Hin und her. Weil er selber nicht weiß, was er tun soll. Also jetzt gehen wir hier oben mit der Dame hier hin. Dann kann der uns nicht überspringen, aber wir den hier. So. Na? So sieht's nämlich aus. Zack. Der geht darüber. Ja komm, du musst. Wie? Na gut, dann mach halt das. Ist mir auch relativ Wurst. Wenn ich ehrlich bin. So, jetzt musst du aber den hier. Jetzt musst du den. Dir bleibt nichts anderes übrig. So, zack. Zack. Wieder so, einer. WTF, der hat meine Dame mitgenommen. Dann viel Glück beim Bessermachen. Ich muss aufpassen. Der ist nicht so schlecht, wie er aussieht. Vorsichtig spielen. Jetzt geht er damit wahrscheinlich weiter runter, oder? Nein, der versucht meine Dame zu catchen. Was er hinkriegt. Ne, den anderen catcht er jetzt. Den muss er nämlich jetzt catchen. So, und das heißt, ich habe da oben meine zweite Dame. Und er hat keine mehr. Ist ja ein Traum. Hey. Schau das mal an jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, was mache ich da? Ah, das war dumm. Das war ein fataler Fehler. Ja, das war scheiße. Was ich da gemacht habe. Ja. Ich kann nämlich jetzt gleich den hier machen. Den da unten und dann hat er... Ja. Das war klar. Und er wird da oben wahrscheinlich nicht aus der Ecke sich rausbewegen. Aber hundertprozentig nicht. Aber das heißt, sieht schlecht für mich aus. Gehen wir mal zurück zu unserer anderen Dame. Gucken, wie er darauf reagiert. Gehen wir uns mal hier hinten hin. Warten einfach mal. Gehen wir wieder vor. Einfach mal gucken, was er denn so jetzt macht. Okay. Wenn ich den hier hinsetze, was macht er dann? Das ist nicht dumm. Machen wir hier nach vorne wieder. Was macht er jetzt? Ja, das war klar. Das war klar, da kann ich nicht hinsetzen. Hier kann ich aber hinsetzen. Was macht er jetzt? Sieht nach Remis aus. Unentschieden? Willst du mich verarschen? Nee, ablehnen. Gibt kein Unentschieden. Kannst du knicken. Das ist kein Unentschieden. Unentschieden. Will er mich verarschen? So, und jetzt? Was machst du jetzt? Nein, den kann ich da nicht hinsetzen. Den kann ich aber doch runtersetzen. Zack, und jetzt? Jetzt, und jetzt? Ja, du feige Sau. Egal, machen wir das so lange, bis du da unten angekommen bist. Ha, jetzt kommt der nämlich da oben mit dem raus. Haha. Ich hab's geahnt. Wenn ich jetzt aber jetzt zurückgehe, dann geht er wieder... Ach nee, der kann ja nicht zurückgehen. Ist ja mein Vorteil. Zack, und jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt läuft er wieder mit seinen Damen. Das war so klar. Und jetzt? Hä? Und jetzt? So kann mir nichts passieren, ne? Und einen habe ich. Zack! Das wird wohl unentschieden. Nee, das ist kein Unentschieden. Kannst du knicken? Ja, hier, guck. Zack, einer weg. Unentschieden. Will er hier mit dem Unentschieden kommen? Ja, und jetzt? Machst du nämlich nichts mehr. Das ist verschissen. Muss er nämlich gleich sich da oben mit bewegen, mit dem einen. Ja. Zieh da rüber.
Oh, ich riech den Sieg schon. Na komm. So, den lasse ich da stehen. Und mit dem laufe ich jetzt ganz gemütlich da hinten rum. Ach ne, der läuft da unten rum. Oder? Ne, tut er nicht. Zack. Dann soll er sich wagen, hier rüber zu gehen. Ja, jetzt hat er verkackt. Zack. Und jetzt? Ja, das ist das Problem. Ich müsste theoretisch eine Dame opfern, um den zu holen. Gucken wir mal, ob wir den ein bisschen in den Druck setzen kann. Nein, es ist kein Unentschieden. Sei still. Willst du nicht, dass ich gewinne? Gib's doch zu. Und jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt musst du einen von beiden bewegen. Zack, und jetzt ist er weg. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ja, komm, du musst. Du musst da oder da. Komm, weg. Gewonnen. Aber unentschieden. Mich fünfmal fragen. Unentschieden. Bist du ernsthaft? Das ist dein Ernst? Ja, gewonnen. Gewonnen, Junge. Gewonnen. Machst du nix? Gewonnen, habe ich gesagt. Ah, ich kann nicht schießen. Ja, gewonnen. Drecksack. So, gib mir jetzt erstmal was zu trinken. Ah, ne, Informationen. Ah, Informationen. Gib mir Informationen. Los. Sag an. Aha, aha. Aha. Spanisch kann ich aber leider nicht. Es tut mir schrecklich leid. Aber Informationen, hey. Da unten ist eine Leiche. Na, sehr gut. Warum weiß der, wo Leichen sind? Dem geht's auch nicht mehr ganz prickelnd. Hey, da kann ich ausbauen. Gucken wir mal, ob das Geld noch reicht. Was haben wir denn hier? Was willst du denn haben? Ja, bitte. Ich höre. Hab nachgedacht, Captain. Okay. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Können wir gerne machen. Was willst du denn dafür haben? 7000! Are you serious? Willst du mich verarschen? Leck mich doch. Geh arbeiten. 7000 Geld. Der spinnt doch. Was will der haben? Ja, sag an. Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Okay. Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Okay. Ich weiß, wo wir welche finden. Aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Klingt logisch. Ja, klar, 15.000. Ach, leck mir doch. Sonst was. Kannst du knicken. Oh, würde ich sagen, beende ich hier den Part. War ein etwas ruhigerer Part. Ein bisschen Dame gespielt mit dem Computer, gegen den Computer, der uns hier fünfmal angeboten hat. Ja, unentschieden. Da kann man doch gar nicht mehr gewinnen. Ja, am Arsch kann man dann noch gewinnen. Muss ich selbst husten. Hört ihr das? So, gut, würde ich sagen, bis zum nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.